Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eye. Grüß Gott, ich will euch einen Haul zeigen. Ich war nämlich wieder böse und war ein bisschen einkaufen. Es ist gemischt, es ist Beauty und noch ein bisschen Fashion dabei, weil ich wollte unbedingt die Sachen haben. Ja, und ich zeig's euch am besten mal. Ich habe extra keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das ist DM und Müller gemischt da drinnen. Mir ist auch gerade mein Sackerl kaputt gegangen. Ich fange am besten gleich mal an. Das allererste, was ich rausziehe, sind die hier. Die gibt's jetzt wieder. Die hatte ich ja letztes Jahr mal und mit denen bin ich so lange ausgekommen, weil ich mit den Tüchern einfach nur meine Maskenreste vom Gesicht abgenommen habe. Und ja, ich habe sie mir wieder gekauft, weil ich den Duft so gern mochte und ich habe keine Maskenentfernungsdinger mehr und die Kosmetiktücher sind mir zu kratzig auf meiner Haut irgendwie. Und deswegen bin ich froh, dass es die wieder gibt, weil ich wollte die unbedingt wieder haben. Das sind die mit diesem Kirscheduft. Ja, sind schon ein bisschen staubig. Ich bin froh, dass ich die jetzt endlich ins Badezimmer stellen kann. Keine Rechnung, sehr schön. Dann auch vom Müller habe ich mir noch ein Rasiergel gekauft. Das ist nämlich Limited Edition, das soll angeblich nach Marzipan riechen. Das sieht so aus. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, aber ich werde es bald verwenden. Ich habe jetzt aktuell was anderes, das zeige ich euch gleich. Passend zum Thema bin ich auch angezogen. Ja, ich habe aber nur das eine genommen, weil das geht auch bald wieder raus. Dann natürlich, passend zum Thema Melone, habe ich mir das Duschpeeling gekauft. Und eins habe ich schon aufgebraucht, so lange ist das schon her. Ja, da war ich mit der Emi und mit der Min unterwegs, da habe ich mir drei, glaube ich, mitgenommen. Ich glaube drei, na vier waren es sogar, aber eins habe ich jetzt aufgebraucht und da ist noch ein drittes drinnen. Und ich muss das bunkern. Ich glaube, das wisst ihr ja eh schon, aber ich muss es bunkern. Weil das ist ja echt meines. Noch eins von Müller, ein Rasiergel. Was habe ich mit meinen Rasiergelen? Ich habe irgendwie eine Phase. Ich glaube, das ist, weil ich das noch nie hatte und das rausgeht. Ja, ich glaube, die haben das aus dem Sortiment genommen. Das ist das Pfirsich und Mango. So sieht das aus. Ich mag die Verpackung von denen so gern. Vielleicht werde ich auch die benutzen davor, bevor ich meine heißgeliebten anderen benutze. Zum Beispiel das hier. Das hat jetzt aktuell Balea rausgebracht. Das ist ein Rasierschaum mit Kokos und Melone. Die Verpackung allein hat mich schon mega angesprochen. Und ich wollte das unbedingt haben. Und ich habe jetzt aktuell eins in Verwendung. Und ich liebe den Duft davon. Ich werde mir das auf jeden Fall auch bunkern. Obwohl ich ja jetzt so viel habe, aber okay. Dann endlich, weil das wollte ich jetzt schon endlich in mein Badezimmer stellen, weil ich habe mein kleines aufgebraucht. Wenn ihr wüsstet, wie staubig es da ist, weil ich da das schon so lange stehen habe. Das habe ich mir aber beim DM gekauft. Ich glaube schon, ja. Weil meines ist leer geworden, das ich vorher hatte. Und ich habe auch so eine kleine Probe gehabt von der Arbeit, die habe ich auch schon aufgebraucht. Und jetzt bin ich froh, dass ich das dann endlich anfangen kann. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Video drehen, weil es wird schon langsam allerhöchste Eisenbahn. Wenn ich nicht vergesse, setze ich euch alles in die Infobox von den Preisen her. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Dann, das musste unbedingt sein, ein Duschgel. Schande über mein Haupt. Das ist ein Pina Colada Duschgel und es gab schon mal ein Pina Colada Duschgel von Aveo. Und das riecht genauso wie das von damals. Wirklich genauso. Und die Verpackung ist echt mega schön. Ist leider auch wieder Limited Edition, aber ich mag die Verpackung total. Und ich werde mir vielleicht noch ein paar Backups kaufen, ich weiß. Bin eh schon ruhig. Dann, für das, dass ich ja kaum Kerzen anzünde, habt ihr im vorigen Video ja gesehen, gab es aber von Yankee Candle eine Kerze reduziert um 8 Euro. Der Duft war auch gut, deswegen habe ich mir gedacht, okay, für 8 Euro nehme ich sie mir mit und deswegen, die heißt My Serenity. Serenity. Finde ich interessant, bin gespannt, wie die riecht, wenn ich mal irgendwann dazu wieder Bock habe, Kerzen anzuzünden. Ich glaube, das Sackerl werde ich eh entsorgen. Das ist echt eklig schon. Dann habe ich mir ja diesen No-Touch-Ding gekauft für meine Küche. Und da habe ich mir auch gleich ein Backup davon gekauft. Weil ich habe eins schon in Benutzung und das ist dann mein Backup. Ich freue mich schon drauf, das zu benutzen. Dann habe ich dreimal mein Trockenshampoo nachgekauft. Bisschen übertrieben. Ich glaube, das war, weil es in Aktion war. Aber das ist echt übertrieben, oder? Das ist wirklich übertrieben. Aber das ist halt, weil ich jeden Monat eins leer mache. Sagen wir am besten dazu nichts. Dann habe ich nachgekauft. Okay, Gott sei Dank habe ich das jetzt gerade gesehen, weil ich wollte mir morgen nachkaufen.
Diese Kosmetikstäbchen mit dieser flachen Seite und mit dieser spitzen Seite habe ich mir auch nachgekauft. Ich weiß, sehr spannend. Dann habe ich mir gekauft, weil jeder davon schwärmt und Arbeitskollegen mich sogar gefragt haben, ob ich die schon mal benutzt habe, habe ich mir mal die Garnier-Maske gekauft. Ich habe sie noch nicht probiert, wie ihr seht, weil das ist jetzt mega peinlich. Ich habe noch eins. Oh Mann. Das ist echt peinlich, oder? Wenn man nicht mal weiß, was man kauft. Ich habe das nochmal als Backup. Weil einmal war es ja in der Schachtel drinnen, also in dem mit dem No-Touch-Ding. Und zweimal habe ich mir das als Backup gekauft. Das war nämlich in Aktion. Genau. Ja, und die will ich auch jetzt endlich verwenden. Die wollte ich euch aber unbedingt noch zeigen. Ich habe mir wieder diese Handdesinfektionstücher gekauft fürs Badezimmer, weil jedes Mal mein Hund hat so eine Tasse, wo er drauf pinkeln kann. Und jedes Mal, wenn ich die sauber mache und mir die Hände wasche, habe ich das Gefühl, dass ich die trotzdem noch brauche. Und ja, deswegen mussten die auch wieder her. Ja, dann habe ich mir noch ein Augenbrauengel, ein neues, gekauft von Misslin. Ich habe meines jetzt noch in, was ich benutzen muss. Mein Essence, ich finde das aber mega grottenschlecht. Und ja, es wird aber bald leer werden. Also ist nicht mehr so viel drin. Und deswegen als Backup habe ich mir das von Misslin gekauft. Weil da auch dieses Mini-Bürstchen da drin ist, das fand ich so interessant. Und Misslin mag ich ja eigentlich von der Marke her. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Wie Emi, Min und ich unterwegs waren, waren wir auch in dem Laden Elbenwald drinnen. Und ich habe euch das auch auf Instagram postet. Und ich habe mir da zwei Sachen gekauft. Als allererstes, den fand ich sowas von schön. Gott sei Dank gab es da nicht so viel, was mir gefallen hat, weil die Sachen sind mega teuer. Ich glaube, ich habe da sogar noch die Preisschilder oben. Das ist so ein Schal oder Tuch oder sonst irgendwas, wo die Ariel drauf ist. Das ist so cool, oder? Aber der war ganz schön teuer. Der hat 17,90 gekostet. Der war echt teuer. Der war wirklich teuer. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt gekauft, weil der Jan und ich wollen eigentlich in das Guardians of the Galaxy in den Film gehen, ins Kino. Und da habe ich mir gedacht, kaufe ich mir passend dieses T-Shirt. Das fand ich nämlich auch cool. Ich hoffe, es passt. Aber das ist ein anderes Thema. Dann war ich am Freitag, ich weiß nicht genau, wann ihr das Video seht, aber ich war, das habt ihr auch auf Instagram gesehen, war ich shoppen mit der Emi und wir waren beim Douglas, weil ich unbedingt dieses Teil hier haben wollte. Unbedingt. Ich weiß, ich bin ein Freak. Das ist auch das Einzige, was ich mir gekauft habe. Also bitte lasst mir die Freude. Ich habe es auch heute oben. Seit gestern benutze ich es nämlich. Das ist nämlich das Fix Plus von MAC. Und ich finde die Verpackung so schön. Anschmacht. Ich finde die Verpackung so, so wunderschön. Moment, bevor ich da jetzt unabsichtlich drauf drücke, mache ich es zu. So sieht das aus. Und die Verpackung fand ich einfach so mega. Wegen der Kokos, was da abbildet ist, oder die Papaya. Also ich fand das so was von schön. Und wenn ich es mal aufgebraucht habe, was sicher nicht mehr lange brauchen wird, weil ich habe das jetzt schon in Verwendung und ich brauche das jeden Tag, ist schon ein bisschen was weg. Und wenn ich das dann leer haben werde, werde ich mir trotzdem das Fix Plus nochmal nachkaufen, aber ich werde mir die Verpackung aufheben. Und das Fix Plus, was in der normalen Verpackung ist, werde ich da reinfüllen. Und das hebe ich mir auf. Das mache ich nämlich mit einem Deckel auch von MAC. Von so einem losen Buddha ist der, das war von der Disney-Kollektion. Und da wechsle ich immer den Deckel aus, wenn ich es benutze. Habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet. Aber das fand ich sowas von schön, das musste ich einfach haben. Und eben, weil ich den Gedanken gehabt habe, dass ich das ja umleeren kann, damit ich die Verpackung in Verwendung habe, habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du dir das ausnahmsweise. Außerdem hatte ich einen Gutschein. Ich kann euch das sagen. Ich hatte einen Gutschein. Es war noch minus 20%, da hatte ich mega Glück. Weil im regulären Preis hätte das 18,50 kostet, das Fix Plus. Aber 3,70 Euro ist mir abgezogen worden wegen die 20%. Und ich habe noch einen 2,69 Euro Gutschein gehabt. Das ist sehr niedlich, oder? Ja. Und ich habe nur noch 14,80 dann zahlt. Stimmt das? Ich glaube. Ja, ich glaube. Weil der Gutschein steht drunter. Aber ich glaube, es waren dann nur noch 14,80 zum Zahlen. Wenn ich mich nicht ganz irre. Bin mir nicht sicher. Weil die Rechnung ist ein bisschen kompliziert. Aber ich fand das so cool und außerdem waren da die 20%. Da musste ich das einfach haben. Ich habe da wirklich Glück gehabt. Ja, was nicht unbedingt sein hat müssen. Wir waren nämlich auch im TK Maxx drinnen. Und da haben wir ein bisschen bei den Düften geschaut, weil ich eigentlich schauen wollte, ob ich diese Elisabeth Arden Kapseln nochmal finde. Ich habe sie aber leider nicht gefunden. Dafür habe ich was anderes gefunden. Ich weiß,
sagt's am besten nichts. Aber es war von 30 Euro auf 24 Euro reduziert und ich wollte den Duft eh schon mal haben. Also habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir den ausnahmsweise. Jetzt habe ich die Bodylotion übrigens dreimal. Aber ich wollte den unbedingt haben. Außerdem war da noch so eine kleine Größe drin. Weil das letzte Mal, wie ich den gesehen habe, war der eben um 30 Euro. Also das Set. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ausnahmsweise. Ich versuche jetzt sowieso die kleinen Düfte zuerst aufzubrauchen, weil das geht nämlich schneller. Noch beim TK Maxx habe ich mir noch diesen Conditioner gekauft. Ich hoffe, der taugt was. Das ist nämlich Faith in Natural. Sagt mir überhaupt nichts, die Marke. Aber ich fand den Duft so gut. Und der hat 5 Euro kostet, der Conditioner. Ich bin mit meinem von, wie heißt die Marke? Von Organics nicht so zufrieden. Ich kriege das nämlich urschwer aus der Verpackung raus, weil das so dick ist. Ich muss das auf mein Knie tun und das vom Knie dann runternehmen und dann in die Haare schmieren. Und das nervt mich. Also bin ich gespannt, wie der Conditioner ist. Ich hatte noch nie was von TK Maxx von den Haaren, also ja. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Dann waren wir noch bei Yves Rocher, oder Yves Rocher, wie immer man das auch aussprechen mag, weil ich einen Gutschein hatte. Es ging mir nämlich um dieses Duschgel hier, sehr typisch, ihr kennt's mich. Das ist nämlich die Sommeredition und den Duft finde ich echt gut. Aber ich darf mir keinen kaufen. Ich habe jetzt eh wieder den Elisabeth Arden gesündigt, also darf ich mir bloß nichts kaufen. Dann habe ich mir noch einmal die Reinigungstücher mitgenommen und einmal ein Fußpeeling. Stopp. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, könnt ihr ja bei den Stories sehen, was ich immer so circa mache. Ich versuche da immer eigentlich up to date zu sein. Also ich versuche es. Und ich habe jetzt Snapchat auch. Das habe ich euch die ganze Zeit nicht gesagt. Ich wollte das unbedingt in ein Video erwähnen. Ich werde euch den Namen unten reinschreiben, wie ich da heiße. Ist aber eh offensichtlich, glaube ich, derselbe Name wie hier auch. Und wir waren beim Laden EMP, die Amy und ich, wie wir am Freitag unterwegs waren, weil ich da unbedingt rein wollte. Die haben da so schöne Kleider von Alice im Wunderland, von Nightmare Before Christmas, lauter Sachen, die ich unbedingt haben will, aber die verdammt teuer sind. Auch von der Belle haben sie das gelbe Kleid, was aber 100 Euro kostet. Und das ist mir zu viel für das, dass ich noch abnehmen will, ist mir das ein bisschen zu viel. Aber weil die Pitti und ich in den Kinofilm noch gehen wollen, musste ich unbedingt irgendwas haben, was dazu passt. Ich habe es auch auf Instagram postet, also die meisten werden es schon kennen. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft, wo die Belle drauf ist. Und ich finde das sowas von schön. Das hat auch 20 Euro gekostet. Das war auch nicht gerade wirklich günstig, aber ich wollte das unbedingt haben, weil ich fand das so, so schön. Und ich freue mich schon, wenn wir hoffentlich bald den Kinofilm anschauen können, weil ich will unbedingt das dann tragen, unbedingt. Ja, ich schaue nur schnell. Ich glaube, das war's. Es ist eh wieder zu viel, wenn ihr mich fragt. Viel zu viel. Viel zu viel. Also ich hoffe. Aber die meisten Sachen habe ich braucht. Zum Beispiel bei Mac war ich sehr brav. Normalerweise bin ich ja böse bei Mac. Ihr kennt's mich. Normalerweise bin ich sehr böse bei Mac, aber ich war brav. Mit den Augenzwinkern halt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wenigstens ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Jetzt denke ich mir gerade, aber ist, glaube ich, zu verschmerzen. Ja, eigentlich waren es, finde ich, jetzt nur Sachen, die ich auch braucht habe. Naja, nicht ganz. Also so viel Rasiergel und Schaum hätte ich jetzt nicht braucht. Die Trockenshampoo-Orgie war auch ein bisschen heftig. Aber ich finde, dass es noch im Rahmen der Normalität war. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das genauso findet oder ob ich... Okay, den Duft hätte ich jetzt nicht wirklich unbedingt braucht. Aber ihr könnt es mir ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Und ich hoffe, ihr folgt mir auf Snapchat, weil ich habe noch so wenige, denen ich folge. Und ich würde euch sogar zurückfolgen. Weil ich kenne mich damit eh noch nicht so gut aus. Und ja... Das war's mit dem Video mal und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr den Einkauf findet. Also bis bald. Bye.